Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei uns hier im Kanal. Also, wenn man so gewisse Dinge testet, das ist ja alles schön und gut. Ja, du kriegst Produkte, Hersteller fragen an, das ist super. Und manchmal hat es den Nachteil, du hast ein Produkt oder du musst irgendwas testen und dann passt vielleicht das Wetter nicht. So, deshalb erzähle ich jetzt eine kleine Geschichte. Also, ihr müsst euch jetzt was vorstellen. Macht mal die Augen zu und denkt euch, wir haben draußen satte 36 Grad. Und wir sitzen auf einer großen Wiese hier, behütet in unserem Pavillon. Es ist alles total chillig, die Musik passt. Und dann passiert Folgendes. Ihr greift zu eurem Getränk. Kühlen Getränk, kühlen. Also, und dann ist nämlich das Problem, dann kriegst du hier einen warmen Kasten Bloche hingestellt. Hä? Ja, aber es ist ja nicht so, wie gesagt, Produkttest, dass wir nicht was Passendes dafür hätten. Und das testen wir nämlich jetzt. Der Dimi reicht mal gerade was rein. Zack, der Eisblock, Pflicht für jeden Bierliebhaber, steht hier hinten drauf. Vorne steht drauf, bis zu 10 Grad kälter in nur 30 Minuten. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ich habe das natürlich erstklassig vorbereitet mit diesem kleinen Gerät. Gucken wir mal, was sagt denn aktuell die Temperatur von dem herrlichen Malzbier. Weiß nicht, ob man es sieht. 19,4 Grad. Das ist wohl ein bisschen warm, um es eiskalt zu genießen. So, dann würde ich sagen, kurze Zeitraffer, ich mache mal Wasser kalt und besorge kurz was. Und da bin ich wieder und habe schnell mal den Eisblock eingefroren. So, ist eigentlich ganz simpel. Ihr kriegt was, was ihr ins Eisfach legt, macht Wasser rein, dann kommt sowas raus. Das sieht aus wie das hier. Jetzt gucken wir mal, dass wir das hier so vorsichtig aus seiner Form befreien. Was sich nicht ganz so einfach darstellt, aber das wird. Ist wie Backen, nur kalt. Ein Schlag der Befreiung. Ja, ein Schlag war es wirklich. Jetzt ist da wohl was kaputt gegangen. So. Eisblock befreit aus seiner Hülle. Es könnte natürlich sein, dass es im Sommer ein bisschen besser geht. Aber das gucken wir uns jetzt an. So, jetzt bleibt es hier so, ich sag mal, 15 Minuten. Geben wir uns jetzt Zeit. Und dann checken wir doch nochmal, wie weit die Temperatur runter ist vom Bier. 10 Grad in nur 30 Minuten, das heißt, dann sollten wir ja so 5 bis 6 Grad geschafft haben. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, knappe 15 Minuten sind rum. Machen wir nochmal einen Zwischenstand. Ja. Nach 15 Minuten, ich hoffe, man sieht's, 9 Grad da unten im Kasten. Und es klingt doch nach einer trinkbaren Temperatur, würde ich sagen. Ja, und sogar nicht mal eine halbe Stunde gebraucht. Sehr schön. Dann jetzt entnehmen wir doch mal da ein Fläschchen. Und zwar könnt ihr, ihr habt es eben gerade schon gesehen, einfach dann hier an einer mittig gelegenen Flasche den rausnehmen, zieht von der Seite wieder einen rein. So, und dann könnt ihr das Ganze wieder einsetzen. Und dann haben wir hier, oh, herrlich, das ist gut. Das wollen wir mal hier an der Seite klauen. Ah. So, dann wie könnte man besser testen, als wenn man guckt, ob das Trinktemperatur hat? Ich hoffe, ihr habt die, habe ich ganz vergessen zu sagen, dass ihr die Augen wieder aufmacht und ins Video guckt. Und jetzt könnt ihr die Augen nochmal zumachen. Und ich mache das jetzt gleich und stelle mir vor, ich sitze an der Wiese. Ich lehne mich jetzt zurück. Ich würde sagen,
Guckt ihn euch an. Den Eisblock gibt es für 03er Kästen und für 05er Kästen. Da klicken und einfach einen bestellen. Ich glaube, das wird für den Sommer wird das eine ganz geile Sache. In diesem Sinne, ich, der Eisblock und der Kasten Bier, wir verabschieden uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.